Hallöchen alle zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Elsa Polarstern und wie immer freue ich mich riesig, dass ihr hier heute vorbeischaut. Ja, es herrscht goldener Herbst und ich liebe diese Jahreszeit und vor allen Dingen bin ich dann mal zu entspannten Ausritten auch gerne mal mit den Pferden dazu im Wald und genieße einfach den Anblick vom goldenen Herbstlaub um mich herum. Ja, und um ehrlich zu sein, genieße ich auch so ein bisschen die Zeit, alleine zu sein. Denn nach dem großen Preis von Jorvik war wirklich richtig viel los. Alle wollten Interviews und alle wollten sich vor allen Dingen Butterbee anschauen, denn der steht nun als Siegerhengst total im Fokus. Die Tage nach dem Turnier hatte Rosa wirklich alle Hände voll zu tun, alle Termine auch unter einen Hut zu bekommen. Kaufinteressenten aus ganz Jorvik, Zuchtinteressenten aus ganz Jorvik für die eigenen Ställe waren bei uns in der Akademie, um sich den Siegerhengst des großen Preises von Jorvik anzuschauen und zu begutachten und es war richtig, richtig viel los und eigentlich keine Minute ohne irgendwelche Interessenten und Besucher im Stall und an den Paddocks. Ja, und mittlerweile ist die Sommerturniersaison sozusagen damit auch beendet und jeder aus der Akademie nutzt sozusagen die Zeit, um jetzt nochmal durchzuatmen und ein bisschen frei zu haben und Urlaub zu machen. Im Prinzip ist eigentlich keiner im Stall in der Akademie, außer ich. Mir haben mittlerweile auch schon alle gesagt, Elsa, mach doch mal Urlaub, aber ich weiß gar nicht wohin. Ich bin alleine gerade im Stall ziemlich, ziemlich happy. Von Miss Minipie weiß ich zum Beispiel, dass die mit Sicherheit irgendwo auf ihrer Terrasse sitzen wird und ein Tetris-Level nach dem anderen abreißen wird. Oder sie ist in ihrem Garten. Backen kann sie ja nicht, aber man munkelt, sie hat einen grünen Daumen. Ja, und Ellie wird wahrscheinlich irgendwo auf einem Festival sein und richtig die, na ihr wisst schon, rauslassen. Ihr kennt sie ja, sie hat einen speziellen Musikgeschmack. Lora wird mit Sicherheit auf den großen Landsitz ihrer Eltern gefahren sein und sich von den Bediensteten dort rundum verwöhnen und bedienen lassen. Davon könnt ihr ausgehen. Von Mia weiß ich, dass sie tatsächlich auf den Rosenhof zu Linda gefahren ist. Mia kann ja nicht irgendwie Urlaub machen, ohne sich irgendwie nebenbei noch fortzubilden. Und ich glaube, sie schaut sich da die Isländer und die Gangpferde an. Ja, und von Leia aus dem Dressurstall, ihr kennt Leia, das ist die Bereiterin von unserem großen Solo-Star, weiß ich, dass sie total sportbegeistert ist und wahrscheinlich irgendeinen Marathon laufen wird und mit Sicherheit auch ihren Hund immer dabei hat. Ja, und so macht jeder Urlaub und lässt die Turniersaison ausklingen. Aber was euch alle am meisten interessiert ist, wie geht's Dark Dream, was ist mit Dark Dream und das erzähle ich euch jetzt. Ja, am Tag der Anreise, als Butter und ich dann vom großen Preis von Jorvik wieder in die Akademie zurückgefahren sind, habe ich mir sofort einen Termin bei Doc Lakefield geholt und mir berichten lassen, was passiert ist und wie die Diagnose vor allen Dingen aussieht. Denn da mache ich mir eigentlich große Sorgen. Ich habe Dark Dream schon untersucht. Bei der Aspektion, also ich habe das Bein einmal nur betrachtet, habe ich nichts Spezielles gefunden. Bei der Palpation, das Abtasten des Beines, wo ich einmal genau Punkte mir angefühlt habe, also war schon so geringgradig schmerzhaft. Gerade an dem Fesselträger war der, ja, wollte er sich nicht berühren lassen. Das Gute ist, die Hufzangenuntersuchung, die war negativ, also wir können ein Hufgeschwür erstmal ausschließen. Das ist die erste positive Nachricht. An der Longe habe ich ihn dann auch nochmal untersucht. Die linke Hand sowie die rechte Hand waren vorne links deutlich lahm. Auch die Beugeprobe, ich habe ihn eine Minute lang das Bein hochgehalten, war auch deutlich positiv. Dementsprechend sieht es stark nach einer Fesselgelenksentzündung aus. Ich habe dementsprechend auch schon mit der Behandlung akut, das heißt sofort begonnen, habe eine Spritze ins Gelenk gesetzt mit Hyaluronsäure, das so ein bisschen abschwellen und entzündungshemmend quasi gehen sollte und einen Verband draufgelegt. Wichtig ist, dieser Verband sollte alle 3 Tage gewechselt werden. Und ich gebe dir hier eine Manschette mit, die kann man kühlen. Die muss alle 6 Tage zusätzlich auch nochmal drauf gemacht werden. Und das circa für 2 Wochen. Zusätzlich müssen wir als nächstes den Beschlag von Dark Dream ändern. Heißt, der Schmied muss kommen und ein spezielles Eisen dran machen, was leicht ist und eine deutliche Zehenrichtung hat. Das wird der Schmied dann aber wissen, wird da auch nochmal einen Bericht zu verfassen. Also dieses Eisen soll eine Zehenrichtung deutlich haben und es soll eine Platte rein. Einfach damit wir das Gelenk ein bisschen entlasten und es federt. Jetzt kommt der negative Part erstmal. Dark Dream muss 3 Wochen in der Box stehen. Absolute
Boxenruhe. Danach darf er wieder leichte Schrittbewegungen machen. So für 30 Minuten täglich. Am besten eignet sich der Waldboden, weil der nicht zu weich oder zu hart ist. Ob du spazieren gehst, du kannst ihn sogar reiten für diese halbe Stunde, das überlasse ich dir. Was wichtig ist, dadurch, dass wir Boxenruhe haben, brauchen wir definitiv einen Termin bei der Frau Scheigren zur Physio, damit wir die Muskulatur ein bisschen aufrechterhalten und die uns nicht ganz weggeht, dass man dann hinterher wieder mit guter Arbeit starten kann. Und dann in 4 Wochen circa, nachdem wir die Schrittintervalle soweit verlängert haben, würden wir nochmal anschauen und dann gucken, wie weit die Entzündung zurück ist. Und dann können wir quasi einen weiteren Trainingsplan machen. Ich gebe dir hier nochmal den Bericht mit, wo nochmal alles drinsteht. Ansonsten, wenn du Fragen hast, immer anrufen. Wenn dir irgendwas komisch vorkommt am Bein, sofort melden. Dann komme ich vorbei und schaue mir nochmal an. Ja, so sieht's aus mit Dark Dream. Nicht schön, aber er wird wieder gesund. Und ich denke, in der kommenden Woche werde ich jetzt dann schon mal ganz leicht, durch den Herbstwald mit ihm spazieren gehen. Da freut er sich, dass er mal rauskommt. Und weil so viele von euch immer fragen, auch wenn mal kein Video kommt, ist an der Akademie immer richtig viel los. Und was alles? Das zeige ich euch jetzt. Kommt mal mit auf unseren Discord-Event-Server. Ja, vorab einfach nochmal, jeder kann auf diesen Server. Es ist ein öffentlicher Server und wenn ihr mal Langeweile in SSO habt, kommt einfach zu uns, da ist nämlich immer was los. Mittlerweile bieten wir auch Live-Tierarzt-Sprechstunden an bei Doug Lakefield und Jane Chigren, unserer Physiotherapeutin. Da könnt ihr euch mit eurem Pferd online anmelden und live an der Sprechstunde teilnehmen. Wie cool ist das denn? Ja, und es finden auch andere Events, wie zum Beispiel große geführte Gruppenausritte oder geführte Schnitzeljagden statt. Das macht immer besonders viel Spaß und da führen euch unsere Moderatoren und Reitlehrer durch ganz Jorvik und ihr landet wirklich an jedem Ort. Es kann auch mal sein, dass ihr da mitten im Dinotal landet, also packt euch auf jeden Fall auch Wintersachen ein. Das Team auf unserem Server wächst stetig und die legen sich alle wirklich ins Zeug, unseren Event-Server zu dem zu machen, was es jetzt ist. Also fettes Danke an euch. Doch, und wenn es mal kein Event sein soll, dann levelt und quatscht ihr einfach mit Linda und mir, denn es finden auch regelmäßig ganz große Level- und Quatschrunden statt. Ja, und passend zu jeder Jahreszeit, hier in unserem Fall war es jetzt unlängst erst Halloween, finden natürlich auch thematische Events statt. In dem Fall hatten wir eine fette Riesendressurstunde mit Linda und Miss Minipie. Als Co-Trainer hatten wir hier Mia Groundstar, eine super liebe Spielerin. Ja, und ihr seht schon, Langeweile in SSO gibt's ab sofort nicht mehr. Bei uns auf dem Event-Server ist immer was los. Der Link ist in der Infobox. Ja, und ich habe mir überlegt, vielleicht sollte ich mir doch eine kleine Auszeit nehmen. Ich wollte schon immer mal in die Berge wandern, hoch bei Firgrove, da soll es so, so schön sein. Vielleicht schnappe ich mir auch einfach meinen Wanderrucksack und gehe einfach mal los und genieße die Natur um mich rum. Was meint ihr, wäre das was für mich? Vielleicht brauche ich ja doch irgendwie mal eine Auszeit. Aber so richtig aufraffen kann ich mich auch nicht. Ich weiß einfach nicht. Wart ihr auch schon mal so unentschlossen? Ich bin total unentschlossen, was ich machen soll. Meinen letzten Urlaub habe ich ja in Fort Pinter am Meer verbracht. Da könnte ich die nette Gastwirtin eigentlich auch noch mal besuchen. Sie sagte ja, sie kennt meine Mutter. Ja, aber jetzt noch mal irgendwie ans Meer, ich weiß nicht. Irgendwie zieht es mich in die Berge. Ich weiß nicht, so ganz tief in mir drin zieht es mich in die Berge. Wandern und die Natur genießen. Vielleicht sollte ich das doch machen. Einfach den Rucksack schnappen und los. Und dann... Habt ihr diesen Aushang hier gerade am Pinboard gesehen? Oh, Linda Wolfpipe bietet Reitstunden auf Isländern an. Oh mein Gott, ich habe noch nie in meinem Leben auf einem Isländer gesessen. Sollte ich das vielleicht machen? Was meint ihr? Das wäre doch was, oder? Oder lieber in die Berge? Also, jetzt ist die große Frage. In die Berge oder Isländer-Reitstunde? Aber für dieses Pferd steht der Name schon fest, denn es ist ein Ausbildungs- und Schulpferd vom Rosenhof von Linda
Und auf dem Guten wird die Elsa sozusagen ihre ersten Isländer-Reitstunden absolvieren. Und der Name ist... It's Mr. Memory Man. Linda, es kann losgehen. Die Isländer-Reitstunden können losgehen. Aber erstmal leveln wir heute ab. Erstmal wird ordentlich gelevelt. Juhu!